Ja, schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge Sons of the Forest mit mir, den Lataxis. Ja, wie ihr seht, wir haben immer noch Winter. Wobei, so ganz Winter ist ja auch nicht mehr, ne? Wenn man das sich hier genau anguckt. Es ist am Schmelzen, also denke ich mal noch einen Tag und wir haben wieder Frühling Anfang. Da haben wir auch schon Frühling Anfang. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe hier mal offscreen ein bisschen was gemacht, ne? Noch ein bisschen Holz gesammelt wieder, damit wir später mal ein bisschen weiterbauen können. Naja, hier haben die Kannibalen ein bisschen gewütet. Die haben einfach hier die Hütte kaputt gekloppt. Aber ich werde die auch nicht wieder reparieren. Weil wir so langsam aber sicher in unser Haus hier einziehen werden, was ich natürlich auch ein bisschen schon offscreen weitergearbeitet habe. Nicht viel, einfach nur mal Helio-Umrandung. Und dann habe ich mich hier mal an eine Treppe versucht, nach oben, um ins erste Stock zu kommen. So viel dazu. Und für heute habe ich geplant, ich denke, wir gehen mal am Strand in die Höhle. So. Schauen wir mal eben schon im Inventar, ob wir noch irgendwas Wichtiges brauchen. Oh, wir haben dabei Molotows, Fackeln haben wir dabei. Essen haben wir dabei. Heile, wie sieht's mit... Oh, eine Granate nur noch. Okay. Pfeile haben wir auf jeden Fall. Wobei Pfeile im Dunkeln ist immer schlecht, ne? So. Wir haben, sonst haben wir alles dabei. Ja, Medizin, es könnte ein bisschen knapp werden und Essen. Aber wir werden bestimmt unterwegs noch was finden. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal Richtung Strand. Wo ist denn unsere Strandhöhle? Einen Moment. So. Das heißt, wir müssten in die Richtung gehen, ne? Ja, ich würde sagen, dann gehen wir auch direkt los. Aber hier ist noch nicht ein einziger Baum nachgespawnt. Bin ja mal gespannt, wie lange das dauert, bis so ein Baum nachspawnt. Hier haben wir noch eine Kiste. Was haben wir denn da drin? Batterien. Batterien ist nicht verkehrt. Oh, Batterien. Wie viele Batterien habe ich da? Oh, ich glaube, wir müssen noch mal eben schnell zurück zum Haus. Batterien sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Dass wir da genug von bei haben, dabei haben. So, Batterien. Ach nee, Batterien. So. Ich glaube, mehr geht auch nicht, ne? Nee, jetzt ist die eine dahinter gefallen. Das ist aber nicht so schlimm. Okay, auf zum Strand. Kelvin, du bleibst hier. Pass aufs Lager auf. Ja, die Virginia, die habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Die rennt auch im Moment vor uns wieder weg. Ich weiß nicht, wieso. Die scheint wieder Angst zu haben vor uns. Moment, wo muss ich denn jetzt hin? Da. In die Richtung. Weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob ich sie irgendwie verärgert habe. Keine Ahnung. Ab und zu kommt sie, aber wenn wir dann auf sie zugehen, rennt sie wieder weg. Finde ich schade, weil sie immer noch unsere Pistole hat. So. Können wir noch Sticks mitnehmen? Ja, wir nehmen ja vorsichtshalber auch Sticks unterwegs mit. Deine. Damit wir uns auch mal ein Feuer oder einen Lagerplatz machen können zum Speichern. So. Oh, wir können wieder hier was trinken. Das ist gut. Ich glaube, wir füllen dann auch direkt nochmal unsere Flasche auf. Nein, jetzt habe ich Medikamente genommen. Oh mein Gott, das war doof.
Die brauchen wir doch. Wir brauchen doch unsere Medikamente. Oh Mist. Ich hoffe, wir finden noch ein paar in der Höhle oder so. Da ist noch ein Fragezeichen drüber. Okay, das ist glaube ich nicht so gut, was wir da gegessen haben. Vielleicht finden wir ja auch noch Kannibalenlager unterwegs. In meinem so sehe ich doch viel mehr hier. Hier waren wir schon, ne? Wieso ist das Zeichen eigentlich immer noch da? Ich bin mir ganz sicher, dass wir hier schon an den lila Ausrufezeichen waren. Hau ab! Doch der Typ gewesen sein, der hier oben runtergehangen hat, ne? Am Seil. Ich bin ich meine, wir hätten doch hier alles eingesammelt. Egal, wir gehen weiter zum Strand. Ich will mir jetzt auch erstmal die Taucherausrüstung holen und die Schaufel brauchen wir noch. Oh nee, ein Kannibalenlager unterwegs, ne? Schade. Ich hoffe ja, dass wir noch irgendwo Medizin finden. So weit ist die Höhle auch gar nicht mehr weg. Ja, so nur kleine Steine.
Mein Gott, musst du mich so erschrecken? Was hast du davon? Mein Gott, ey. Halt mir Herzinfarkt hier. Da ist ja noch einer. Was? Na ja, lauf nicht weg. So. Kommt der Sache immer näher. Das hier nicht die Absturzstelle am Meer? Nee, ne? Hier liegt aber auch nichts rum. Was man so einsammeln könnte. Was ist das denn hier? Okay. So, jetzt müsste ja hier gleich irgendwo der Höhleneingang sein, ne? Ich glaube, da vorne ist er. Ja, da ist er. Da waren wir auch noch nicht drin. Da müsste das ja hier so die Absturzstelle mit den Hubschraubern sein. Vielleicht finden wir ja hier noch ein paar Kisten. Aber leider nicht. Die sind, glaube ich, nur da, wenn man hier auch am Anfang abgestürzt ist mit einem Hubschrauber. Okay. Gut. Das Salzwasser, das kann ich nicht trinken, ne? Nee. Ich würde sagen, wollen wir mal schauen hier, was uns hier drin erwartet.
Erstmal totale Finsternis hier. So. Munition. Schädel. Was haben wir denn hier? Der Sunset Times. Okay. Aber wirklich lesen kann man das nicht. Oh, guck mal, was haben wir denn da? Sauerstoff haben wir schon mal gefunden. Wäre schön, wenn wir dann auch noch die Tauchausrüstung finden würden. So, was haben wir denn hier? Noch ein paar Leuchtfackeln. Aber leider keine Medizin. So, gehen wir mal weiter. Mäuse. Verdammt, hier liegt doch bestimmt irgendwo was rum. Oh, war das eine Fledermaus? Ich glaube, ich nehme doch mal die Taschenlampe. Einen Moment. Nein, ich hätte da gerade was rumlaufen sehen. Kann aber auch nur eine optische Täuschung gewesen sein. Aber hören tue ich was. Ist doch oh, die Taschenlampe ist gleich leer. Wasser. Brauche ich hier die Taucherausrüstung, um weiterzukommen? Weil die habe ich noch nicht. Oh, da liegt noch ein Kollege von mir. Aha, da kommen sie, die Ersten. Ich habe gar keine Rüstung an. Ah! Muss aber zurück. Ja. Hoffe, die haben mich noch nicht gesehen. Wir haben ja noch gar keine Rüstung an. Das ist natürlich schlecht hier, ne? Ja, eine komplette Rüstung haben wir auch nicht. Bauen wir nochmal einen Energieriegel rein. So. Was zu essen. So, unsere Ausdauer hier mal hochgeht. Es ist nur für Energie, ne? Ja. Gut. Dann wollen wir mal. Ja, mein Freund, dich hab ich doch gesehen.
Alter, wo kommst du denn auf einmal weg? Hat er sich von der Seite rangeschlichen? Unten. Und hinter mir. Kommt ihr auf einmal alle weg? Alter, ich muss mal eben hier weg. Da haben die mir ja fast meine ganze Rüstung weggechoppt. Wo sind die? Hängen die hier irgendwo an der Wende? Da. Komm her. So, einer müsste hier, glaube ich, nur rumrennen. Ja. Doch, das war's. Gib uns mal ein bisschen Rüstung hier. Ach, du sollst sie doch nicht aufheben. Nee, das ist ein Kollege. So, da haben wir auf jeden Fall ein bisschen Mutantenrüstung, die hält auch mehr aus. Auch die ziehen wir auch direkt an, ne? Was ist das denn hier? Ach, Winterjacke hätten wir auch gehabt, sehe ich gerade. Naja, jetzt ist der Winter vorbei. Jetzt brauchen wir sie auch nicht mehr. Ich das eigentlich trinken hier drin, ne? Komisch, in der Höhle kann ich kein Wasser trinken. Ja, wo gehen wir denn jetzt weiter? Schauen wir mal eben hier. Ja. Wo geht's denn hier hin? Gehen wir zurück? Nee, das kann nicht sein. Aber wir gehen nach oben, ne? Ja, war ja klar. Ich glaube, dann nehmen wir besser den Speer. Hm?
du nährst uns schon mal nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, wie viel hält er denn aus? Aber da ist er hin. Dann natürlich auch direkt an hier die Rüstung. Also fast voll. So, bin ich mal gespannt, wo es hier hingeht. Sagt man hier ganz am Anfang, ja, ja. So. Ja, Musik. Warum ist das Radio? Och, Baby Schnee. Oh, das sind so nervig. Ich habe auch nur noch eine Granate. Hatte ich die Granate nicht auch irgendwo auf eine... Ah, was mache ich denn jetzt? Da ist das schon. Kleine Misty, komm her! Hasse die Babys. Die choppen einmal mich mal ganz schnell die Rüstung runter. Wo bist du? Aber noch. Frage ist nur, wo kommen wir hin? Ne? Da hinten waren ja noch weitere Wege. Ich hoffe, wir sind hier auf dem richtigen Weg. Ah, da hängen wieder welche rum. Gut abgehangen. Ich
Sackgasse laufe ich hier, ne? Was ist das denn? Was habe ich denn da jetzt angezogen? Immer an. So. Taktische Jacke, Winterjacke, Lederjacke. Ah, okay. Hier war meine taktische Jacke. Hier erstmal wieder an. Da ist die Lederjacke sogar besser. Ein Moment. Taktische. Nee, der Pulli ist, glaube ich, bis jetzt am besten. Oh. Das. Betäubungspistole gefunden. B. Was war das? Habt ihr das gesehen? Da ist gerade irgendwas an der Wand entlang gebrochen hier hinten. Ah, seht ihr das? Wo kommen wir denn hier hin? Wo sind wir hier? Und wo bin ich jetzt gekommen? Ich glaube, wir müssen hier weiter, ne? Ja, hier ist eine Sackgasse. Okay. Da liegen noch ein paar Beine rum. Ich würde sagen, dann gehen wir mal zurück. Hier sind die Babys, jetzt kommt gleich das Radio, ne? Oder sind wir schon vor? Ne, da ist es. Kann man das eigentlich mitnehmen? Ja, nur ausschalten. Kann ich das kaputt haben? Eine Platine, aber Platinen haben wir auch genug, glaube ich, ne? Ja. Ja, wo kommst du denn weg? Hab ich dich vorhin übersehen? Granaten. Ja, super. Laufe ich jetzt zurück oder in die richtige Richtung? Das ist die gute Frage hier, ne? Ich glaube, wir laufen in die richtige Richtung. Ja. Irgendwas ist das da. Genau. Und da sind wir gekommen, dann geht es jetzt hier weiter. So, liebe Leute, ich mache mir jetzt mal hier einen schönen Speicherpunkt. Ein Stock reicht. So, einmal speichern. Sicher, sicher. Und
dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Lataxis. Bye, bye.